zahlreichen Events auch live mit dabei und somit ist natürlich auch der Terminkalender entsprechend voll, glaube ich zumindest bei Ihnen. Bleibt da auch noch Zeit, um sich selber sportlich zu betätigen? Ja, also ein Witz geht immer, aber es stimmt natürlich, es ist tatsächlich so, dass ich auf sehr vielen Sportveranstaltungen war und das hat mich auch entschädigt dafür, dass ich selbst nicht mehr ganz so aktiv war. Aber es waren so viele tolle, fantastische Sportveranstaltungen dabei, wo ich sonst nicht hingegangen wäre, sage ich auch ehrlich. Zum Beispiel vor kurzem die österreichische Meisterschaft der Schüler im Biathlon in Schopenau, eine fantastische Veranstaltung. Wirklich Gratulation auch den Veranstaltern, dem Wintersportclub Schopenau. Auch der Championship, der Karate-Championship, das war in Hart auch vor kurzem ein unglaublich leistungsstarker Verband, auch eine tolle Veranstaltung. Also ich bin entschädigt worden und ich werde entschädigt und es gibt so viele Vereine, die wirklich auf jeder Leistungsebene unglaublich tolle Arbeit leisten. Also das zu meinen sportlichen Aktivitäten. Und wenn wir haben letztes Jahr schon darüber gesprochen, nämlich hier auf der Bühne, Stichwort Sportstrategie 2020. Ist es schon ein paar Jahre her, dass man darüber spricht und dass man natürlich auch aktiv schon mit dabei ist und man hat auch schon viele Ziele erreicht. Können Sie uns schon verraten, wie geht es 2020 weiter? Wird die Strategie weiterentwickelt? Sie wird ganz sicher weiterentwickelt. Es braucht keine Abkehr, denn die jetzige Strategie, das ist eine gute. Wir haben auch einiges erreicht. Ich meine, man kann ganz knapp sagen, es geht einerseits um die Weiterentwicklung des Spitzensports, vor allem um den Nachwuchs, damit wir dem Nachwuchs, unseren jungen Talenten tatsächlich die Möglichkeit geben, in den Spitzensport sich zu entwickeln. Und was ganz wichtig ist, auch für den Landtag, der hat sich auch dazu bekannt, dass wir diesen jungen Menschen gleichzeitig auch die Möglichkeiten verbessern, dass sie eine Berufs- bzw. eine Schulausbildung auch abschließen. Das finde ich ganz wichtig. Das wird auch etwas sein, das uns in der neuen Sportstrategie sicher begleitet. Wie gesagt, der Landtag hat sich dazu bekannt. Der Landtag hat sich auch dazu bekannt, dass wir den Wintersport vor allem für unsere Jüngsten besser, attraktiver machen, so dass sie die Neugierde und den Spaß am Wintersport nicht verlieren bzw. wieder gewinnen. Das sind so einzelne Dinge, aber es geht sicher in der Sportstrategie ab 2020, so wie bei der jetzigen, nicht nur um Einzelmaßnahmen, sondern es geht um eine gesamtheitliche Gesicht auf den Blick auf den Sport, auf die Sportlerinnen und Sportler, sowohl was den Einzelsportler anlangt, als auch unsere Gesellschaft, die sich eine bewegte Gesellschaft sein soll. Also es geht auch um den Breitensport, dass wir das weiterhin auf wirklich gute Füße stellen. Vielen Dank jetzt an dieser Stelle an Sie, liebe Frau Sportlandesrätin. Wir wechseln den Interviewpartner zum Herrn Landeshauptmann.